Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir nehmen jetzt heute hier weiter auf. Ich habe jetzt schon einen Tag oder zwei Tage später, da ich schon vorproduziert habe und so weiter und so fort für die anderen Sachen. Und das ein bisschen im Schnitt sehr lange gedauert hat. Und ich jetzt erst quasi zum dritten Folge in der Reihenfolge hier, aber eigentlich zur zweiten Folge an sich komme. Also, ihr müsst so verstehen, ich habe zwei aufgenommen, weil das ja zusammenhängt war, das erste Ding da. Und jetzt nehme ich gerade die dritte Folge für mich, im Sinne für euch die zweite Folge, aber den zweiten Abschnitt auf. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen auf jeden Fall los. Bewahre das Held Genghis Khans Weltwunder vor der Zerstörung. Töten Sie Kuschul den Verräter. Okay. So, das ist das Zelt von ihm wahrscheinlich. Und, Gott, es ruckelt ein bisschen. Aber okay, damit habe ich ja gerechnet. Ich habe im Norden ein Dorf der Taichigut entdeckt. Vielleicht können wir sie überzeugen, sich uns anzuschließen. Denn ich reite gleich mit allen dahin, am besten ist. Gut. Dann hätten wir auch schon mal das erledigt. Komm, holt ihn euch! Holt ihn euch! Ich lasse ihn jetzt nicht aus den Augen, einfach aus Prinzip her schon. Da ist gerade nichts los. Na gut, ab zurück. Ihr kümmert euch mal um Nahrung. Und dann will ich mal gucken, dass ich hier eine kleine Armee aufbaue, was ich nicht kann, weil mir dafür einiges fehlt. Übrigens kann es mal dort und da zu Tonerhöhungen kommen, weil im Hintergrund Autos längs fahren. Und damit meine ich nicht das Spiel, sondern von der Hauptstraße her. Weil ihr wisst ja nach wie vor, ich wohne an der Hauptstraße. Und ja, ich kann ja schlecht ein Schild hinstellen, bitte jetzt nicht hier längs fahren, bin in der Aufnahme. Das geht ja schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, ja. Habe ich jetzt Gold gefunden. Das heißt, ich schicke die da oben hin. Ja, baue ich das Teil da oben. Und ich brauche noch zwei von den Bewohnern. Wie gesagt, es braucht ja nicht immer eine Wand oder eine Mauer, besser gesagt, oder einen Zaun, um etwas zu schützen. Manchmal reicht auch grobe Einwirkung von Gewalt. Heißt, man braucht nur ein paar Wachen aufstellen, in Anführungszeichen meine Reiter hier hin. So. Klar, und dann in dem Augenblick wird das Dorf angegriffen oder wie? Was ist das denn für eine Logik? Thank you.
erstmal hier reparieren. Und gucke ich mal, was ich noch bauen kann. Gerade nicht viel. Aber heute wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, glaube ich. Von daher schicke ich den dahin. So. Ein paar Einheiten jetzt in Produktion. Das finde ich doch auch schön. Von daher kann man gucken, da ist nichts zum Ausbauen drinne. Hier ist auch, ja, gerade sowieso nichts zu sehen. Zusehen. Entschuldigung. Nicht genügend Nahrung. Wie viel brauche ich dafür? 500 Nahrung. Ja, das sind wir kurz vor. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die mal sowieso wegbewege. Dahin irgendwo, so, damit ich da nicht nachher zu viele hier vorne stehen habe. Naja. So. ...500 Nahrung dauert halt seine Zeit. Aber das sollten wir schaffen. Ich gucke mal eben nach Einheiten. Gut, da ist nichts mehr, deswegen beginne ich allmählich den Vormarsch. Was somit auch heißt, dass ich ein bisschen Zerstörung anrichten werde. Auch noch mal Gold und hier sind auch Arbeiter. Kuschluck ist unser Gast. Es wäre sehr unverschämt von uns, ihn wegzuschicken. Ich werde wahrscheinlich meine meisten Leute davon verlieren. Oder überhaupt allgemein meine Leute verlieren hier. Von daher ziehe ich mich jetzt erstmal vorab wieder nochmal zurück. Ja, doch, ich verliere alle meine Soldaten wahrscheinlich. Heißt, kosten die Nahrung. Ja, deswegen mache ich erstmal eins. Ich gehe auf die zweite Zeit zu. Hol mir so einen Typen, baue hier eine, sag mal schnell, eine Mühle. Nimm die. Lass sie das Zeug wegbringen. Und lass sie gleich ein Feld bauen. Na, auf jeden Fall habe ich dafür Chaos gesorgt, würde ich mal behaupten. Okay. So, ein bisschen Holz in Essen investieren und wieder ein paar Leute anfordern gleich.
wo mir einfällt, ich muss mal hier oben vom Gold einen abziehen und zwei Häuser bauen. Häuser brauchen auch Holz, stimmt ja. Aber ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen unter Druck. Und ich werde wahrscheinlich das hier auch wieder in zwei Aufnahmen stecken, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich brauche auch Holz. Nicht genügend Nahrung. Nicht genügend Holz. Ich stecke erstmal das rein, was ich brauche. Nämlich, ich brauche erstmal was für Holz, damit ich dann genügend Holz kriege und dann brauche ich ja die Nahrung. So. Jetzt kommt ja die Nahrung. Warte, dafür brauche ich auch Nahrung. Stimmt ja. Auf jeden Fall wird es jetzt ein bisschen schneller gleich gehen. Wartet ab. Ja, genau. Ah, Leute, das wird noch witzig. So, ein mehr der Nahrung her der Holz produziert, ein mehr der Nahrung produziert. Dann brauche ich von beiden ungefähr 75. Nahrung, Gold. Ja, auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich Dorf bewohne auf jeden Fall erstelle. Heißt, das wird jetzt wieder sowas sein von wegen erstmal viele Dorfbewohner erzeugen, um schnell Ressourcen zu produzieren. Okay. Ich werde das große Zelt zerstören. Genghis Khan kann bei seinen Kamelen im Dreck schlafen. Scheiße. Muss ich halt die etwas günstigeren nehmen, gerade ausnahmsweise. Ich muss zusehen, dass ich das hier kriege. Ah, okay, er bezieht sich jetzt immer auf ein nacheinander, okay. Also hoffe ich mal, dass das jetzt so bezogen ist. Muss er natürlich erstmal hier Motorrad vor meinem Fenster lang fahren, ne? Muss ja sein unbedingt. Anscheinend. So. Auf jeden Fall Nahrung. Ja, das war klar. Nochmal zwei Felder bestücken. Ja, und dann ist auch schon wieder zu Ende. Oh Gott. Ich brauche doch nur... Ah, okay. So. Du gehst mal von dem weg und produzierst stattdessen Nahrung. Tatsächlich Nahrung kommen. Ist halt echt scheiße gerade. Ich glaube, ich hätte meine Reiter da einfach stehen lassen sollen und dann Armee machen sollen, wahrscheinlich. Gut. Ich kann den ersten produzieren. Jetzt brauche ich hier wieder Nahrung. Komm. Ja, ich hab's doch verstanden. Ah, Gott. Die sind aber alle angehittet, also von daher.
sollte ich baldmöglich so noch ein Nahrungslieferant. Dann mache ich noch einen zweiten, der da jetzt hingeht. Komm, komm, komm. Na ja, komm, mach ich auch noch einen dritten, wenn es gleich geht. Komm. Zwei Leute für Gold reichen auch schon dich. Gerade. So. Und dann gleich als drittes brauche ich dann noch einen weiteren. Oder beziehungsweise hole ich mir noch einen weiteren Dorfbewohner. Habe ich gerade faule Dorfbewohner? Nein, habe ich nicht, natürlich nicht. Zwischen Holznachling. Halt, erst ein Dorfbewohner hier hin. Halt, doch nicht. Also allmählich. Geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Ja, aber definitiv, er steht fest, es ist halt richtig kacke gelaufen, der Start. Ich darf jetzt gerade keine Arbeiter verlieren, eigentlich in der Theorie her. Von daher... Alter, ist das deren Ernst? Okay, Leute. Ich guck mal ganz kurz auf den Timer. Der sagt mir sowieso schon wieder 7 Minuten übrig. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu. Ah, okay. Also, wir wissen Bescheid. Wir nehmen unsere Reiter. Reiten in die Richtung direkt weiter. Also hier hoch. Denn einen Reiter kann ich sowieso hier lassen. Aber im Norden ein Dorf, der Taichi gut entdeckt. Vielleicht können wir sie überzeugen, sich uns anzuschließen. Ja, damit weiß ich schon, was gemeint ist. Ich soll deren Reiter niedermähen. So, und auch den habe ich jetzt diesmal frühzeitig erledigen können. Ist auch schön, wenn mal etwas klappt. So, jetzt packe ich die hier hin und ich packe gleich an, was ich eigentlich schon gleich hätte machen müssen. So, den schicke ich da oben hin. Den schicke ich hier rauf. Den schicke ich hier rauf. Den Holz. Der bitte Stein, auch wenn es ein bisschen zu früh ist schon für Stein. Und komm, noch einen zweiten Stein. Alter, und warum fährt jetzt ein LKW vom Fenster? Muss das, ey? So. Jetzt baut sie hier bitte einmal ein Abbauding hin. Ich fange auch frühzeitig mit der Produktion an, was natürlich noch nicht geht. Deswegen lieber erstmal zwei Mannequins hier hin. Und dann gucken wir mal weiter. Du brauchst eigentlich auch noch total das Steinding, ne? Dann baust du auch hier so ein Steinding hin.
So. Hier baut man so ein Holzding hin. Und ihr baut mal eine Mühle. So. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung, um in die Neuzeit zu kommen. Von daher wird es interessant. Nicht genügend Holz. Zelt zerstöre. Genghis Khan kann bei seinen Kamelen im Dreck schlafen. Warum wird mir das hier angezeigt? Oh, deswegen wird mir das angezeigt. Damit ich ungefähr weiß, was ich da für eine Armee brauche wahrscheinlich. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall reitet er jetzt die ganze Zeit da hinterher und das macht mich ein bisschen nervös, nicht, dass er gleich irgendwie mir abhanden kommt. Schön, dass der sich aber nicht wehrt. Das macht natürlich einiges einfacher. Obwohl, er kann ja mal so querbeet da längs reiten, hoffe ich mal. Auf jeden Fall Holzpalisaden. Das ist interessant zu wissen. Noch ein Holz mehr. Und dann versuche ich mal schon mal auf die nächste Zeit vorzuschreiten. Oh Gott, Leute. Schon wenn ich jetzt ein bisschen abwesend euch rüberkomme. Das will ich auf jeden Fall nicht, falls ihr das denkt. Aber ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren, witzigerweise. Weil ihr habt ja eben gesehen, was da abging. Nicht genügend Nahrung. Ich weiß halt auch nicht, ob unbedingt so nützlich ist, dass mehrere auf ein Tier einhacken. Im Endeffekt ist das ja wahrscheinlich wurscht, aber einfach aus Prinzip her nehme ich mehrere Tiere einzeln. So. Jetzt laufen auch noch schreiende Kinder vor meinem Fenster herum. Was ist denn hier los heute? Ich glaube, ich mache gleich mal Fenster zu. Obwohl, für die paar Minuten lohnt sich auch nicht mehr. So. Na gut. Ich habe es... Ey, ernsthaft? Nee, ich mache jetzt Fenster zu. Das hat Fenster weg. Als wäre hier ein Kindergarten im Dorf unterwegs. Entschuldigung, das hat jetzt gerade ein bisschen lauter Worte. Meine Fresse. Ist doch nicht wahr, dass man nicht mal mehr offenes Fenster haben kann, darf. Haben darf. So, noch einen weiteren produzieren. Hier versuche ich mal das, geht nicht. Geht das? Auch nicht, die Nahrung fehlt. Ja. Einen weiteren Dorfbewohner noch machen, erzeugen, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, das Holz geht aus, ich weiß. Ja, weißt du was, dann packe ich dich zum Holz mit zu. Und da klingelt schon mein Timer. Was aber natürlich nicht schlimm sein soll, weil, ihr wisst, ich mache ja trotzdem noch weiter.
einen Augenblick, auch nur einen kurzen, denn ich bin ja zumindest ein bisschen bis zu dem Stand, wo wir eigentlich gerade waren, ja, oder ungefähr waren, ne? Ja komm, einmal hier den und dann gehe ich hier hin. Und dann stattdessen vom Dorfzentrum aus noch einen losschicken. So. Was auch auf jeden Fall feststeht, ich muss wahrscheinlich relativ viele Einheiten oder viele starke Einheiten produzieren. Deswegen ist es eigentlich ganz pfiffig, wenn ich gleich hier noch drauf spare und auch noch mache. Und dann ist auch erstmal Schluss für die Folge, glaube ich. Schon ein bisschen mehr Holz, ein bisschen schneller außerdem auch. Oder beziehungsweise, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, ich speichere jetzt hier an der Stelle. Würde sagen, habt noch eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Tass. Haut rein und ciao. Und natürlich geht es in der nächsten Folge hier auch weiter. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.